Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Part. Also Let's Play Nova Legacy. Fangen wir erstmal direkt heute an. Ich habe ja eben etwas ausgerüstet. Also machen wir jetzt hier 4 ein Funke in der Leere. Besuche von der nächsten Mission das Munitionslager, wo du wertvolle Elemente findest, die dir in der Schlacht helfen. Ich habe so gut wie alles. So, fangen wir an. Los geht's. Ja, meine Lieben mit Füchse und Füchsinnen. Oder Fuchsdamen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Nennt man das Füchsinnen oder Fuchsdamen? Schreibt mir das mal in die Comments. Würde mich interessieren, ehrlich gesagt. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert, favorisiert, liked und kommentiert. Das wäre super. Ich spiele so gesehen momentan ohne Musik. Aber das wird sich bald ändern, wenn ich erstmal die richtige Musik gefunden habe. Und ich bin hier mit einem Sniper unterwegs. Das wäre ist also eine schlechte Idee. So gehen wir mal so. Aber haben Sie sich was getan? Wir müssen einen anderen Weg nehmen. Also ich muss auf meinen Sauerstoffverrat achten, weil der geht mir auch aus. Mit Sniper zu spielen macht auch Bock, aber ich mache jetzt lieber kurz mal erstmal in den Nahkampf, also jetzt hier mit der, weil ich weiß nicht ganz genau, was jetzt hier passiert. Ne, ich muss mich beeilen. Weil mir geht gleich hier sonst die Luft aus und das ist ja ein bisschen schlecht. Okay, gehen wir erstmal voran ein bisschen. Hier kommen wir nicht durch, also gehen wir mal zurück. Na so. Ich hoffe, dass ich das überlebe, sonst ein Asteroidenschauer. Oh! Aua, ich bin gleich tot. Ach, ein Glück, dass ich mich regenerieren kann. Gut, machen wir mal weiter. Wie gesagt, dieses Spiel spielt in einer Art Zukunft. Geht sterben! Geht mir nicht auf den Sack, ihr Juden. Okay, ich hab sie gerettet.
Also es war, glaube ich, eine der Missionen sogar. Ja. Ich würde sagen, ich gehe vor. Oh. Ja. Ihr haltet die Stellung, ja. Gut. Dann kann ich ja weitergehen. Soldat, weg! Nein! Oh oh. Oh oh. Fickt euch. Scheiße, scheiße, scheiße. Entschuldige, dass ich diese Begriffe benutze. Ah, fuck. Oh, fuck. Okay, damit haben wir das abgeschlossen, oder? Sieht aus, als müssten wir einen anderen Weg zum Gang finden. Okay, 60% Schusspräzision, rettet zwei Verbündete, erzielt Kills mit Snipergewehr. Na, das habe ich nicht geschafft, schade. Egal. Wir werden die Missionen alle nacheinander irgendwann abspielen noch, aber erstmal machen wir die Hauptstory so weiter. Ich habe das Killzeichen der Schlange erhalten. Und ich möchte euch nicht jetzt bewerten. Gut gemacht, Captain. Du hast die Xenos-Truppen besiegt und nützt die Ressourcen. Du hast jetzt Zugriff auf die Spezialeinheit-Mission. Dies sind kurze Angriffsexpeditionen, die dir nützliche Belohnung bringen. Wähle sie durch die Berühren dieses Symbols. Okay. 335 Karten. Gut, fangen wir an. Ich bin eigentlich ein Scharfschütze. Ich bin also, ganz ehrlich, mache eher gerne was mit Snipern, generell COD, also COD, GTA. Ich bin generell eigentlich immer der Heckenschütze, der hinten steht und die Leute leise umbringt. Deswegen, wenn ich manchmal nicht mit euch rede, das tut mir dann leid, aber ich kann das manchmal dann nicht. Gut, weiter geht's. Abgang. Soll da. Mal gucken, wie schnell ich bin. Meine Fresse. Geht den gut, Alter? Gut. Ich gehe mal vor. Was? Das war's? Okay. Dann machen wir mal weiter. Lol, das war's schon. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte gedacht, dass das länger dauert. Oder geht's noch weiter? Noch ein Killzeichen in das Schild. Wir können vielleicht noch zwei Weiz machen. Deswegen einfach, wir gehen einfach weiter. Starten wir mal. Weil ich noch ein bisschen noch kurz Zeit habe. Ich kann vielleicht, wie gesagt, drei Parts sogar pro Tag raushauen, wenn ich gut in Form bin. Aber da müssen wir immer aufpassen. Bye. Ich hoffe, dass euch diese Parts gefallen. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt und ein Abo dalasst. Um nichts zu verpassen, könnt ihr auf die Glocke klicken, nachdem ihr mich abonniert habt. So erfahrt ihr immer, wenn ich ein neues Video raushaue.
Das war's. Okay. Zur Frühfahrt. Wo kam der denn her? Oh, fuck. Alles klar. Okay, gehen wir mal weiter. Gut. Ich habe die auch abgeschlossen. Das ist schön. Mit etwas Glück, weil ich glaube, wir schaffen sogar noch die dritte Mission. Das kriegen wir hin. Das sind keine kurze kämpferische Missionen, wo man schnell agieren muss. Übrigens, Nova basiert auf der Zukunft. Das war zwar schon klar, aber es könnte auch auf der Vergangenheit basieren. Da es nämlich noch keine Erderruption gibt und der Mond auch noch nicht existiert. Einmal schaffen wir das wohl noch heute. Fangen wir an. Schnell. Ich hoffe, dass wir das so schnell schaffen. Denn sonst muss ich leider dazwischen noch einen Cut machen und da habe ich keine Lust drauf. Weil ich möchte ja, dass ihr alles mitkriegt. Wenn ich von den Missionen, die ich mache. Und wenn ich dann auch Schlachten mache, Online-Schlachten, werdet ihr natürlich auch dabei sein. Freut euch drauf. Und wie gesagt, wenn ich erstmal meinen richtigen Spielnamen habe, könnt ihr dann natürlich auch mit mir zocken. Und so weiter und so fort. Fangen wir an. Ich muss jetzt mich beeilen hier. Geht mir nichts auf den Sack. Gehen wir mal weiter. Bam. So, das war's damit und dann gehen wir durch. Ich darf das, also gehen wir jetzt schnell hoch. Fickt euch, ich komme hier nicht hoch. Da. Nein. Gut, wir müssen uns beeilen. Das waren jetzt alle. Gut, damit haben wir das jetzt abgeschlossen und kriegen eine Kiste. Darin sind die Vanguard, die Gamma, die Munitionsnachfüllung und Mantis. Ich mache einen ganz kleinen Cut. So, damit war es das so mit dem Part hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, haut rein. Schnurr und tschüss.